Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier. Sachsen-Netzplayer, wir gucken uns die Forst-Objekte eher gesagt an. Beziehungsweise ein Forst-Objekt-Mod-Pack. Darin enthalten sind ja viele schöne Dinge, wie man hier sieht. Zum Beispiel einmal den Baumstammhalter groß für 150 Euro, das Warnschild Holzfäller, Holzfällung Durchgang verboten für 120, das Warnschild Forstarbeiten betreten verboten für 120, den Baumstammhalter klein für 110, das Absperrband für 40 und den Bauzaun für 50 Euro. Ich habe das Ganze jetzt mal hier so schön aufgebaut. Ah, da haben wir ja schon mal die Schilder, Holzfällung, Durchgang verboten, Forstarbeiten, Betreten verboten. Ich bin beeindruckt, in welch guter Qualität sich das befindet, wohl bemerkt. Also nichts verwaschen, nichts verschwommen, Schnee. Hier haben wir das Absperrband. Ja gut, wie gesagt, hat keine Kollision, wir können durchgehen, aber shit happens. Sieht soweit nämlich auch ganz schnieke aus. Hier haben wir den Baumstammhalter Gross und hier drüben den kleinen. Die Dinger gelten dafür, für die, die es nicht wissen, für Zwischenlagerung. Sprich, wir sägen jetzt zum Beispiel ab, hauen die erstmal hier rein und können dann zum Beispiel mit diesem Liebherr, mit diesem großen hier Forstloader oder so, dann hier ranfahren, zack und ab dafür. Das Ganze gilt dann auch noch für den kleinen. Da passen halt nicht so viele rein. Das ist halt so als Zwischenlagerung gedacht. Die Warnschilder sind halt, ne, logisch für Warnschilder, Absperrband für Absperrband. Und hier noch den Bauzaun. Da kann man das Ganze nämlich auch noch einkreisen, wenn wir wollen. Und der ist auch ganz schnieke und der hat Kollision. Also, ne, hier durch ist nichts, ja. Und drüber klettern ist auch nicht. Man muss natürlich gucken, wie man platziert. Ihr seht jetzt hier, ist das nicht so ganz gut gelungen. Er hat halt immer hinten so einen Betonfuß. Also so in der Mitte, so ein Mittelobjekt würde dann noch fehlen. Also so in der Mitte, so ein Verbindungsstück nenne ich es jetzt einfach mal. Das wäre eigentlich noch ganz schnieke, würde ich sagen. Aber auch hier schon mal sozusagen für Modelle und Textur alles zusammengewertet. Es sieht top aus. Wie gesagt, sehr schöne Arbeit, muss man lassen. Damit gibt es auch dafür für Modelle und Textur 5 von 5 Sternen. Ja, kommen wir mal zu den Funktionen. Ja, was hat es für Funktionen? Also abgesehen davon, dass die Schilder, wie gesagt, gut aussehen, das Absperrband halt ein optischer Effekt ist, die Baumhalter natürlich ihre Dings machen und der Bauzaun halt absperrt, kann ich zu den Funktionen eigentlich noch sagen, wie man das Ganze schön platziert, weil es sind alles platzierbare Objekte. Also sprich, wenn wir jetzt hier Forstarbeiten haben, mit Dreh verboten, Doppelklick drauf, und ihr kommt dann hier an dieses Menü, können halt mit den Pfeiltasten hier alles rumdrehen. Also auf der Straße kann man es nicht platzieren, sollte logisch sein. Es geht dann nur an solchen Feldrändern und dann halt hier, was weiß ich zu sagen, hier ist Feierabend, na, hier ist nichts, so, das halt so als Warning halt aufzustellen. Verkaufen funktioniert im Endeffekt in der gleichen These. Also in den Verkaufsbereich rein, beziehungsweise zack, in die Garage, dann hinten durchswitchen hier. Dann auf Verkaufen gehen, verkaufen, seid ihr jetzt wieder hier und dann zack, draufklicken und weg ist das gute Stück. Ansonsten funktioniert alles, was funktioniert soll. Da gibt es auch für Funktionalität 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Log. Der Log ist fehlerfrei, wie ihr seht. Und damit gibt es auch für Log Fehlerfreiheit 5 von 5 Sternen. Persönliche Meinung bzw. Performance, auch hier müssen wir uns nicht lange aufhalten. Performance VRAM, Polygonanzahl VRAM nimmt sich hier natürlich bei den Bildern nichts. Somit befindet sich das auch alles im Rahmen. Und zur persönlichen Meinung kann ich sagen, wirklich schöne Sache, gerade für die, die es halt, ja, ich sag mal, realistisch haben wollen oder halt auch optisch ganz gut haben wollen. Für die sind die Schilder bzw. Absperrdinger auf jeden Fall sehr, sehr schnieke. Kann man sich dafür nur bedanken. Somit gibt es auch für persönliche Meinung bzw. Performance 5 von 5 Sternen. Und so bekommen wir aber ein Gesamtergebnis von 20 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 5, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne wollt ihr euch damit downloaden, Link in der Beschreibung beim Modder bedanken, beziehungsweise eben Verbesserungsvorschläge für die nächsten Versionen da lassen. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis denn, haut rein. Tschüss.